Hey Friends, was geht und willkommen zu meinem FAQ, wie angekündigt. Und wir fangen mal direkt an und zwar mit der ersten Frage von Anni. Wie alt bist du und was sind deine Hobbys? Ich bin 23 und spiele tatsächlich oder habe früher im Verein gespielt, Fußball. Mittlerweile nicht mehr. Also ich bin schnell, sehr schnell. Es reicht aber nur für einen Sprint. Also wenn ihr irgendeinen Trainer zuguckt, ab der 89. Minute, ich bin dabei. Die nächste Frage kommt von Aman. Vom letzten TikTok, bist du wirklich Grieche? Jein. Ich bin halber Deutscher, halber Grieche. Muss dazu sagen, dass ich kein Griechisch spreche. Beziehungsweise kein Griechisch sprechen kann. Weil ich es nie gelernt habe. Dafür beherrsche ich die deutsche Sprache natürlich sehr gut. Nein. Die nächste Frage ist von Type X. Zwei Fragen. Wie kommst du auf deine Videoideen und kannst du mir einen guten Horrorfilm empfehlen? Ich kopiere einfach alle Videos. Um genau zu sein, ich lasse mich gerne inspirieren durch andere TikToker oder andere YouTuber auch. Wobei ich sagen muss, meist TikToker. Und so entwickelt sich dann meine eigene Story daraus, die ich dann halt daraus ziehe. Also viele sagen, ich kopiere aber gar nicht. Wenn man meine Videos vergleicht mit anderen Videos, wird man auch sehen, dass ich nicht kopiere. Aber ich glaube, dazu sind manche nicht in der Lage. Egal. Also, wie komme ich auf meine Ideen? Ja, A, ich inspiriere mich. Und B, ich denke mir auch eigene Stories aus. Quasi die ganzen, ich sag mal, Horror-Stories, die ich halt so in der Zeit hochgeladen habe, im Kinomodus. Habe ich mir alles selber ausgedacht und ist auch sehr, 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 sehr... Eine Ewigkeit später. Schwer zu cutten. Ob ich dir einen Horrorfilm empfehlen kann? Auf die Schnelle tatsächlich nicht. Die nächste Frage von Ella Baum. Da wir zwei Fragen schon beantwortet haben, wann hast du Geburtstag und akzeptierst du LGBTQ? Ich habe am 16.03. Geburtstag. Ob ich LGBTQ unterstütze bzw. akzeptiere? Ja, definitiv, weil mich interessiert es nicht, wenn jetzt ein Mensch vor mir steht, ob er jetzt auf Männer steht oder auf Frauen steht oder auf was auch immer steht. Wenn er korrekt zu mir ist, bin ich korrekt zu ihm. The Manjul fragt, wie viele Stunden am Tag steckst du in deine Videos? Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich unterschiedlich. Wenn ich jetzt grob schätzen müsste, im Durchschnitt 2 Stunden, 3 Stunden. Kommt immer darauf an, wie viele Videos ich drehe. Also ich sag mal, pro Video auf jeden Fall 1,5 Stunden. Erstmal natürlich Story ausdenken bzw. inspirieren lassen, whatever. Dann kommt natürlich der Dreh. Da muss natürlich die Mimik passen. Ich mache Acting-Content. Da muss die Mimik passen, die Gestik muss passen und die Geräusche hier. Viele wissen es ja. Ich habe hier sehr tolle Nachbarn auf jeden Fall. Und da muss halt alles passen. Und bis das halt mal passt, können ja gut 30 bis 40 Minuten verstreichen. Dann kommen die ganzen Texte, die ich hinzufüge, aufs Video. Ist natürlich relativ entspannt, aber trotzdem nimmt es vielleicht 10 Minuten bis 15 Minuten in Anspruch. Dann das Voice-Over, dann der Schnitt. Also ich sag mal so grob 1,5 Stunden pro Video, je nachdem. AliR22 fragt, was sagt eigentlich dein Umfeld dazu, dass du YouTuber bist? Ich werde auf jeden Fall gewertschätzt. Ich denke, jeder findet's gut. Bro, was hältst du eigentlich davon, dass ich YouTuber bzw. TikToker bin oder Videos mache dafür? Ich find's absolut scheiße, dass Dark Energy TikTok macht. Ich meine, wer guckt sich den Scheiß überhaupt an? Almirat fragt, wurdest du draußen schon mal erkannt? Sehr gute Frage. Ja, sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft wurde ich erkannt. Aber manchmal trauen sich die Leute gar nicht, mich anzusprechen oder schreiben mir dann eine Nachricht, ich habe dich da und da gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Leute, sprecht mich einfach an, ich weiß nicht, ich freue mich sogar, wenn ihr mich ansprecht. Ihr dürft auch gerne nach einem Foto fragen, wir quatschen ein bisschen, wir machen ein Foto, alles easy. Deswegen habt keine Scheu, wenn ihr mich seht, sprecht mich einfach an, wir machen ein Foto, wir machen ein bisschen Smalltalk. Yes. Sasuke fragt, wie alt bist du und wie groß? 1,50. Spaß, 1,90. Mit welchem Spiel kann man die meisten Abos machen? Keine Ahnung. Aber mal davon ab, du solltest auf jeden Fall nicht Videos machen, um Follower zu erzielen oder um Abonnenten zu erzielen. Das sollte zweitrangig sein, du solltest Spaß daran haben, was du machst und auf jeden Fall sehr viel Liebe da reinstecken und dann geht der Rest von ganz allein. Ich meine, man sieht es doch an, okay, ich bin ein schlechtes Beispiel, aber man sieht es an anderen Personen.
Warum hast du mit YouTube angefangen? Die Frage stelle ich mir auch. Also ich habe Ende 2020 mit TikTok angefangen, da Videos hochzuladen. Und da sind wir mittlerweile auf 400.000. Dickes, dickes Dankeschön dafür. Hier sind wir jetzt 100.000. Der Playbutton kommt auch. Wir sind bestätigt worden von YouTube. Vielen, vielen Dank dafür. Irgendwann habe ich dann gemerkt, ich erreiche nicht alle mit TikTok, sondern ich muss noch YouTube mit dazu nehmen, damit ich noch eine größere Zielgruppe habe. Die habe ich jetzt und da bin ich auch sehr dankbar für. Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, damit anzufangen. Und damit beende ich das Video jetzt auch. Wenn ihr demnächst mal im FAQ dabei sein wollt, schreibt einfach in die Kommentare ein paar Fragen rein. Kuss geht raus, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.